Wie Daddy kommt. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Ja, dann... Hey, eins davon ist meins. What the fuck? Führt deinen Arsch zurück ins Haus! So, what the fuck? Was bist du denn? Was? Was? Nö! Das nervt langsam, Jack! Jack, was ist los? Du bist gar nicht wieder zu erkennen. Na komm, einmal schaff mal noch. Nein! Du bist mit deinem eigenen Leben verstrickt, wie ich. Wenn du fertig bist, du und das Licht mit mir! Die schöne gute Flintenmunition. Oh, ich dachte, das war's, weil ja alles brennt. Na komm, was du noch so ekelhaftes Auge, komm. Ah! Scheiße! Das wollte ich nicht, ich will hier raus! Boah, der hat ja überall solche Augen. Ups. Lauf. Der mit seiner Bumsbirne. Na komm. Schlag mal einmal zu, dich mach ich neu. Ah, meine Nase juckt. Na komm. Da wird schon so viel Munition verschwendet, das hat keinen Sinn. Komm. Ich habe so viel von der Flintenmunition verschossen, da ist es, glaube ich, sinniger, wenn ich mit der starken Munition von der Pistole arbeite. Mutierter Jack. Jacks mutierter Körper ist nicht komplett unverwundbar. Zielen Sie auf seine glühenden Augen. Ja, das haben wir ja schon mitbekommen. Nervengriffgranaten können einige der Gegner eine Zeit lang an der Bewegung hindern. Setzen Sie sie im Kampf mit... Boah. Alter, dieser Typ, ey. Später.
in dem Zustand überhaupt noch reden kann, ist bemerkenswert. Nee, wenn die so nah sind, die Augen, dann ist das ja kein Problem. Aber wenn die so weit weg sind, dann bringt die Flinte einfach gar nichts. Boah, voll ins Gesicht. Also bei mir. Das nervt langsam, Jack. Seht ihr, schon bin ich effizienter. Ja, Janina, das war mutig. Ich muss erstmal gucken, wo der noch so ein Kackauge hat. An der Brust irgendwo, das habe ich gesehen, aber... Wo? Ah! Du Sackfalte! Wo? Ah, ich bin noch grün, okay. Da! Verfick das Auge! Ich bin blind! Da! Glaube ich nicht. Ethan, hier lang. Was ist das Serum an ihm? Du willst, dass ich ihn heile? Das ist zu spät. Rück ihn töten. Na, ich kann mich nicht umentscheiden. Scheiße.
Alter, fuck. Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Es war ja klar, dass ich mich am Ende entscheiden muss, für irgendwen. Dass es nicht so einfach laufen kann, dass von beiden das Serum gibt und es ein Happy End gibt. Das ist alles nur deine Schuld. Blöder Kackvater. Ja, und du blödes Kackgerät. Ich will da hinten an die Itemkiste. Warum? Oh, jetzt kann ich da nicht mehr hin, oder was? Lass mich da durch. Ne, geht nicht. Fuck. Oh. Es ist halt schön, wenn das Ding wieder loslässt. Es ist dann wie, als wenn die Python von einem ablässt. Ach, ich habe es tatsächlich im eine starke Arznei, die den Körper reinigt, hergestellt aus zwei Materialien der eines D-Serie-Individuums. Aber wenn es eine D-Serie ist, dann müsste es doch mehrere geben. Theoretisch. Just saying. Okay, hier liegt nichts. Aber jetzt wissen wir, warum so viele, also warum vor dem Speicherpunkt so viele Rohstoffe lagen. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Der Mia ist meine Frau, ne? Und hat schon zweimal versucht, mich umzubringen, deswegen. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Das ist so eine Kacksituation. Egal wie ich mich entscheide, das ist beides scheiße. Ich hasse solche Entscheidungen. Ethan? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Du weißt, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Alter. Ist das nur hierher gelangt? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Oh nein. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Als wenn das auch so hätte einfach laufen können. Hier lang. So, jetzt spielen wir also wieder Mia. Wie? Ethan?
haben wir da? Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Okay. Es wäre mal interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn wir tatsächlich Zoe gewählt hätten, statt Mia. Das brennt mir jetzt so ein bisschen unter den Nägeln. Aber ich meine, es ist ja klar, dass man... Ich meine, wir sind ja nur wegen der Mia hier hingekommen. Das wäre ja jetzt Schwachsinn, die nicht zu heilen und die wie so eine durchgeknallte Irre weiter hier rumlaufen zu lassen. Ich bin so ein richtiger Entscheidungsneurotiker, wenn ich mich so zwischen zwei Wegen entscheiden muss. Bin ich das? Da ist das wer anders. Ja, voll die Schmodderscheiße, ey. Toll. Und wir sind unbewaffnet. Wenn das Vieh den Ethan jetzt mitnimmt und dem seine ganzen Waffen weg sind, dann flipp ich aus. Dann raste ich aber vom Allerfeinsten. Aber es kann nicht sein. So arschig ist das Spiel nicht. Erinnert so ein bisschen an Ghost Ship, ne? Also. Bleh. Kann ich hier irgendeine Sicherung anmachen? Nein, natürlich nicht. Habe ich erwähnt, dass wir unbewaffnet sind? Ja, Mäuschen, mir ist auch noch gerade noch schreien zumute. Oh, ihr ploppt gleich irgendwas auf, ey, wie der Zombie ganz am Anfang. Aus dem Wasser so blub blub. Ich kann ja auch nichts benutzen. Toll. Da! Weil ich die Tür angepackt habe oder was? Was war das? Ah, jetzt kriegen wir. Was war das? Kriegen wir so ein bisschen. Oh, Mäuschen! Erschreck mich nicht so. Komm mal her. Wo bist du? Weg ist sie. Toll! Das ist ja noch viel besser als das Baker-Anwesen. Wo ist eigentlich Lucas abgeblieben, mal so ganz am Rande? Ich meine, den haben wir ja am Ende gar nicht mehr gesehen, ne? Also, just saying. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Überall kaputte Kabel und diese organische Mullematsche. Oh, ich würde mal gern wissen, was passiert ist. Ich meine, ich habe... Ob das jetzt wirklich an... Das sind Menschen. Alter. Das jetzt irgendwie an die Folgeteile irgendwie anknüpft. Ich meine, muss es ja in irgendeiner Form. Sonst wäre es ja nicht Teil 7, sondern irgend so ein Zeittitel. Aber, Alter. Leco mio. Moment. Mäuschen? Bist du das? Ah! Meine Katze hat sich neben mich gesetzt. Entschuldige. Hi. Das ist ein bisschen seelische Unterstützung, die ich gerade sehr gut gebrauchen kann. Alter. Na komm. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir unbewaffnet sind? Ich möchte es nur noch mal gesagt haben. Das heißt, wir tun hier keinem was. Das heißt, uns muss hier auch keiner was tun. Ich meine ja nur. Wir sind doch alle hier freundlich gesinnt. Boah! Sind alle tot? Was ist? Die Maschinen kommen! Wovon zum Teufel redest du? Wer hat sie alle umgebracht? Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Schön. Das heißt, hier ist irgendeiner
Achso, die geht nicht auf. Ist hier irgendeiner durchgebrannt? Also von den Sicherungen her. Alter. Alter, ich kann doch jetzt hier nicht lang kriechen. Schöne Scheiße. Und da sie das, also da sie gesagt haben, sie ist durchgedreht. Hey. Sie ist durchgedreht, tippe ich mal entweder auf dieses kleine Mädchen, also auf die Evelyn, oder auf die Mia. Cool. Irgendwas müssen Sackgassen ja haben. Gut, dass ich mich hier nicht überhaupt nicht klaustrophobisch eingeklemmt fühle oder so, oder... Achso, hier kann ich wieder stehen. Achso, hier ist nochmal eine Sackgasse. Gehen wir da zuerst hin. Hier ist nüchte. Oh, leck mich am Arsch, ey. Das ist eine Zumutung hier. Ich meine, das ganze Spiel ist eine Zumutung, aber das hier ist gerade echt extrem. Mir geht tierisch die Pumpe. Huch. Crewliste. Captain Ed Carlyle. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Arzt Gerald Waddler. Ne, Waddle. Jira Butler. Was steht da? Sie ist nicht mein Kind. Okay, dann ist vielleicht... Leck. Er muss sich für etwas versteckt haben. Gut, dass ich das von der Seite gesehen habe. Ich hätte ein Ei gelegt. Puh. Alter, ich habe immer weniger Bock, diesem Kind zu begegnen, ne? Glaubt mir das einer? Da liegt der Nächste. Hi, bitte spring nicht hoch oder mach irgendwelche Sachen. Boah, die sehen alle so zermatscht aus, ne? Huh. Alter, diese... What? Wo bin ich hier gelandet? Das war mal... Also das war, glaube ich, mal eine Kajüte, so wie das aussieht. Also war. In seinen besten Tagen. Leck mich am Arsch. LNG-Tanker Annabelle. Gebaut 1987. Tragfähigkeit 71.000 DWT. Keine Ahnung. Länge 289 Meter. Okay, so sah das Schiff mal aus. Also es war ja nicht... unbedingt klein. Also ich meine, man sieht, dass es nicht unbedingt klein ist. Erinnerst du dich? Was? Ach. So, kann weitergehen. Was bist du? Und das ist ja, das Mädchen ist ja schon recht alt. Ich dachte, die wäre jetzt so 8, 9 Jahre alt. Alter. Aber dass die aus den Leuten so ein Brei machen kann, ist schon nicht ganz so geil. Ach, da geht's hoch. Dann würde ich mal gern wissen, wo Ethan abgeblieben ist. Dann weiß ich nicht, ob ich da hochgucken möchte. Da liegt einer. Ich glaube, die haben ja auf dem Schiff alle mal bessere Zeiten gesehen, ohne dass mal so... Nein. Schnell. Schnell hoch.
Wasser ist mir nicht geheuer. Oder liegt da irgendwas? Da liegt irgendwas. Fuck. Es hat mich getrollt. Gnarf. Sackfalter. So. Puh.